Ich möchte eine Geschichte erzählen von einem, der einen edlen Charakter hatte. Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, einer der großen Gelehrten, liebe Geschwister, der vor etlichen Jahren verstorben ist. Sheikh Ibn Baz war blind. Und ein Schüler erzählte von ihm, eines Tages, als Sheikh Ibn Baz in der Nacht gebetet hat, kam ein Räuber durch das Fenster bei Sheikh Ibn Baz herein. Und ihr wisst, die Blinden haben andere gute Eigenschaften. Was können sie besonders gut? Gut hören. Er hat das gehört, dass jemand Fremdes in seiner Wohnung ist. So schrie er, dass die Leute aufmerksam wurden auf diesen Mann, der fremd in dieses Haus hereingegangen ist. So haben sie das Licht überall angemacht und haben gesehen, es gab einen Räuber, der in das Haus von Sheikh Ibn Baz, als ob er kein anderes Haus gefunden hat, hereingekommen ist. So fragte ihn der Sheikh, wer bist du? Er sagte, ich bin jemand, der etwas mitnehmen wollte. Er hat es ihm klar gesagt. Was sagte Sheikh Ibn Baz? Er sagte zu seinen Schülern, geht und besorgt jemanden, der für ihn Essen macht. So haben sie Essen für ihn zubereitet und dann hat er gegessen. Und als er fertig war mit dem Essen, sagte Sheikh Ibn Baz, rahimullah ta'ala, zu ihm, nachdem du gegessen hast, schaut mal, subhanallah, wie er erstmal eine Person ruhig stellt. Sagte zu ihm, warum bist du hier hereingekommen, um mich zu beklauen? Er sagte, wallahi, ich habe einen Vater, der liegt im Krankenhaus. Möge Allah alle unsere Geschwister auf der gesamten Welt, möge Allah ihnen Shifa, Heilung geben. Und ich brauche 10.000 Rial und 5.000 habe ich gerade mit Mühe und Not zusammenbekommen und 5.000 fehlen mir noch. Dann fragte Sheikh Ibn Baz, in welchem Krankenhaus liegt er? Dann sagte er zu ihm, der Bruder war ein Pakistaner, was nichts heißen soll. Es gibt auch vernünftige Pakistaner, wo auch immer sie leben mögen. Er sagte zu ihm, zu einem Schüler von ihm, erkundige dich, ob sein Vater wirklich im Krankenhaus liegt und ob die Geschichte stimmt. Schaut mal, der Sheikh, er will Gutes tun, aber bevor er Gutes tut, was macht er? Er erkundigt sich. Weil heute, wenn einer zu dir kommt und sagt dir, hast du mal 56 Cent für mich? Du weißt doch nicht. Ich meine, überleg. Wir erkundigen uns erstmal und dann helfen wir. Aber manche Leute, subhanallah, weil er ein gutes Herz hat. Aber das ist hier an dem Moment richtig oder falsch? Falsch, weil wozu helfen wir ihm? Zum Schlechten. Was wird er machen mit den 56 Cent? Hm? Der Alkoholkopf. Ist das gut? Haben wir ihm beim Guten geholfen? Natürlich nicht. Deswegen, liebe Geschwister, Sheikh Ibn Baz hat jemanden beauftragt, er sollte sich informieren, ob diese Person wirklich die Wahrheit gesagt hat. Als dem Sheikh das bestätigt wurde, hat er zu ihm gesagt, holt mein Geld. So hat er ihm 5.000 Rial gegeben, die ihm gefehlt haben. Und er hat dem jungen Mann 5.000 Rial auch gegeben. Subhanallah. Dieser junge Mann ist einer der besten Schüler von Sheikh Ibn Baz geworden. Er hat sich gesagt, ein Mann, der sich so verhält, er kann nur zu den besten Gläubigen gehören. Und dann war er immer in den Sitzungen von Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, bis zu seinem Tod. Und als Sheikh Ibn Baz gestorben ist, wenn dieser Mann nur in der Nähe vom Haus von Sheikh Ibn Baz war, hat er geweint. Richtig geschrien und dann ist er in Ohnmacht gefallen. Jedes Mal ist das passiert. Subhanallah, dieser junge Mann, liebe Geschwister, er hat eingesehen, dass es Leute gibt, die wahrhaftig sind.